Sonnenstrahlen auf Pfauenfedern. Grüß dich, hier ist die Claudia, Claudia Henrichs. Ich wünsche dir, dass du auch heute gerne in diesen Tag gestartet bist. Hier ist deine Kraftquelle 10 für Freitag, den 25. Dezember 2020. Damit du gelassen, energievoll und gesund durch die Corona-Feiertagszeit kommst. Heute ist der erste Weihnachtstag und ich habe einen Spruch aus dem Kartenset von Barbara Ann Kipfer für dich. Wenn ein Sonnenstrahl auf den glänzenden Teil einer Pfauenfeder trifft, hat dies eine blendend schöne Wirkung. Menschen können auf die gleiche Weise überraschen. Achte auf ein solch unerwartetes Aufleuchten von Schönheit um diese Menschen herum. Mutige, mitfühlende, geistreiche Taten werden dich überraschen und dein Leben bereichern. Als ich diesen Spruch gefunden habe, musste ich sofort an eine Grundhaltung denken, die mich als Leitungskraft schon sehr lange begleitet. Sie lautet: Jeder Mensch, jedes Team und jede Organisation hat ein ungeahnt hohes Potenzial, das manchmal oder auch schon oft aufblitzt. Statt sich über den anderen zu ärgern, schau lieber darauf, welche Fähigkeiten, Schönheiten und Eigenschaften diese Person ebenfalls in sich vereint. Denn wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten und die positiven Eigenschaften lenkst, dann entwickeln sich die Menschen um dich herum genau in diese Richtung weiter. Suche also ganz bewusst nach den Sonnenstrahlen auf den Pfauenfedern der Menschen, mit denen du heute den Tag verbringst. Und jetzt hörst du den Text meiner Weihnachtswünsche. Licht. Licht für dich. Licht am Ende des Tunnels. Licht macht den Winter heller. Licht zeigt uns den Weg. Licht macht Wohnungen gemütlich. Licht können wir in uns spüren. Licht beleuchtet alle Facetten der Wirklichkeit. Licht regt unsere Freude an. Licht stärkt. Licht macht Hoffnung. Das Licht der Liebe und Freundschaft können wir teilen, auch wenn wir uns nicht nah sein dürfen. Ich finde es schön, dass es Menschen wie dich gibt, die die Welt für andere heller machen. Danke dafür. Eine gute und lichterfüllte Zeit, auch wenn sie anders sein wird als üblich, wünsche ich dir und deinen Lieben. Wir sehen und hören uns im Licht des neuen Jahres. Darauf freue ich mich. Und wenn du weiter Lust an den Kraftquellen hast, dann sage ich, bis morgen schon, deine Claudia.